Ja, liebe Geislingerinnen und Geislinger, liebe Menschen aus dem Umland und Geislingen, das Jahr 2021 geht zu Ende und ein Jahr, das nicht nur mit Corona uns hier in Geislingen sehr beschäftigt hat, sondern nicht arg weit weg von dem Thema Corona, wenn wir in Richtung Gesundheitsversorgung blicken, natürlich auch das Thema Helfenstein-Klinik etwas war, das uns sehr beschäftigt und belastet hat in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen allen, trotz den Belastungen, die dieses Jahr für viele von uns mit sich gebracht hat und auch über den Jahreswechsel mit sich bringen wird vielleicht, schöne Weihnachten mit Ihren Liebsten, in Ihren Familien, mit Ihren Freunden. Ich möchte Sie aber trotzdem auch dazu aufrufen, übers Weihnachtsfest nicht Corona ganz aus dem Kopf zu verlieren, sondern wenn Sie sich mit anderen Menschen treffen, möglichst sich vorher auch zu testen, nutzen Sie auch die Möglichkeiten zu Testangeboten hier in der Stadt, damit Sie möglichst sicher diese Feiertage miteinander verbringen und nicht sich im Anschluss Vorwürfe selbst vielleicht machen müssen, andere angesteckt zu haben. Bei aller Freude und allen schönen Momenten, die man gemeinsam erlebt, sollten wir das Thema Sicherheit hier nicht aus dem Blick verlieren. Ich darf außerdem auch nochmal Sie zumindest, wenn Sie nicht geimpft sind, daran dazu animieren, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, ob es nicht auch für Sie die bessere Entscheidung wäre, sich impfen zu lassen, im Sinne von uns allen. Ich weiß, dass viele damit aus verschiedensten Gründen Probleme haben, sich Gedanken oder Sorgen machen. Mittlerweile sind aber viele, viele Millionen Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit geimpft worden. Und wenn man allen Fachleuten Glauben schenken darf, dann glaube ich zumindest, dass es die bessere Lösung ist, wenn wir uns alle impfen lassen und wir dann hoffentlich 2022 etwas mehr Freiheit wieder haben können und weniger Einschränkungen durch eine Corona-Pandemie, die unser Gesundheitssystem und unsere Kliniken extrem belasten. Mit dem Blick aufs Jahr 2022 wünsche ich uns allen weniger Corona, mehr Leben, mehr das Leben, das wir von vor Corona kennen, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen können, die auch genug Aufgaben für uns bereithalten und weniger mit Corona-Regelungen, die sich immer mal wieder ändern müssen und angepasst werden müssen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Vielen Dank.